Der Harz hinter den Kulissen. Euer Podcast aus der magischen Gebirgswelt. Glück auf und hallo. Ich bin Andreas vom Harz Podcast Team und heute geht es für uns hoch hinaus. Luca war zu Gast in Wernigerode und hat sich mit einem echten Harzer Ballonpiloten unterhalten. Heute bin ich hier in Wernigerode bei Winfried Borcher zu Gast. Winfried ist Ballonfahrer am Harz und Inhaber vom Borkenballon. Ist das so richtig gesagt? Kann man das so sagen, Winfried? Ja, das kann man so sagen, sollte man auch so sagen. Borkenballon, die Firma gibt es seit 2014. Damals haben wir die gegründet, meine Frau und ich. Und jetzt mittlerweile ist das siebte Jahr schon vorbei, das Verflixte. Und wir sind schon im achten Jahr, ehe man sich's versieht. Nicht schlecht. Ja, was hast du denn gemacht, bevor du zum Ballonfahren gekommen bist? Ja, etwas ganz anderes, was damit überhaupt nichts zu tun hat. Ich war Journalist. Ich habe gelernt als Fotograf und habe dann bei der Zeitung als Redakteur gearbeitet, über 20 Jahre und dann in der Übergangszeit noch 2-3 Jahre fürs Radio, für den Mitteldeutschen Rundfunk hier im Harz als Harz-Reporter. Und parallel dazu habe ich die Ballonfahrfirma aufgebaut. Und wie kommt man vom Journalistenberuf zum Ballonfahren? Ja, wie es der Zufall wollte, hat mich meine Frau überredet, zu einer Veranstaltung nach Magdeburg mitzufahren. Die nannte sich Ballonglühen, eine sehr schöne Veranstaltung. Überredet deshalb, weil ich in Magdeburg gearbeitet habe und schon jeden Tag einen langen Arbeitsweg nach Magdeburg hatte und wollte nicht am Wochenende da eigentlich auch noch hinfahren. Aber zum Glück hat sie mich dann überredet und das war eine sehr stimmungsvolle Veranstaltung mit sehr vielen Leuten und ich hatte das Glück, mich mit einem sehr freundlichen und sehr auskunftsbereiten Ballonfahrer zu unterhalten und das war so interessant, dass ich dann selbst begonnen habe, mich mit dem Thema Ballonfahren zu beschäftigen. Und wie muss ich mir das dann vorstellen? Dann macht man einen Führerschein dafür oder macht man da eine Ausbildung? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, zunächst mal ist es gar nicht so einfach, einen kompetenten Ausbilder zu finden, aber ich hatte da auch da wieder Glück und in Eduard Schneider, das ist ein in Sachsen-Anhalt sehr bekannter Ausbilder in Hettstedt, den gefunden zu haben und der hat mir dann ein paar Tipps gegeben, was ich dann erstmal zunächst für Voraussetzungen bräuchte, um überhaupt eine Ausbildung zu beginnen. Und dann war es etwa so ein Jahr lang, wo ich dann selber praktisch und theoretisch mich mit dem Ballonfahren beschäftigt habe, selbst den Ballon gesteuert habe und das beigebracht bekommen habe. Und nach einem Jahr durfte ich dann meine theoretische und praktische Prüfung ablegen und war damit Ballonfahrer. Damit darf man aber noch nicht ein Ballonfahrunternehmen gewerblich ins Leben rufen, sondern dafür bedarf es wieder eines weiteren Jahres Training mit dem Ballon und mit der Pilotenlizenz, ehe man dann eine Betriebslizenz beantragen darf fürs Ballonfahren. Und dann hast du dir direkt selber einen Ballon auch angeschafft oder so ein Ballon ist bestimmt auch nicht günstig, oder? Ja, günstig schon, aber nicht billig. Es ist so, dass man als Ballonfahrer, wenn man eine Pilotenlizenz hat, dann ja erstmal weiter trainieren muss, wie ich es gerade beschrieben habe. Und dafür eignet sich durchaus auch, wie bei anderen Dingen, auch eine gebrauchte Ausrüstung, die eben auch technisch abgenommen sein muss natürlich und zugelassen sein muss. Und so habe ich es dann auch gemacht, mir nach meiner Ausbildung, nach meinem Pilotenschein eine gebrauchte Ballonfahrausrüstung gekauft und habe dann eben mit Freunden, mit Familienmitgliedern zunächst mal nicht gewerblich das Ballonfahren geübt, hier im Harz und drumherum. Ja, sehr spannend. Und du machst das ja auch heute noch schwerpunktmäßig im Harz, bietest auch die Flüge schwerpunktmäßig über den Harz an. Das ist hier die Besonderheit, dass man hier diese Tourismusregion und ja, das Mittelgebirge hat. Das macht das Ballonfahren hier bestimmt auch relativ spannend. Bringt das bestimmte Herausforderungen mit sich, über Berge zu fliegen? Ist das was anderes, als wenn man das ganz normal irgendwo im Flachland macht? Oder was sind da die Besonderheiten? Na, zunächst mal kann man sagen, also würde ich zumindest sagen, dass das Ballonfahren über Berge nochmal besonders schön ist. Ballonfahren an sich ist schon überhaupt schön, eine schöne Sache, egal wo und wann. Aber über Berge zu fahren, gerade vielleicht morgens über den Harz, wenn so der Nebel aufsteigt aus den Tälern und von den Talsperren, dann scheint oben drüber die Sonne. Das ist einfach ein nicht zu beschreibendes, tolles Bild. Und was auch jedes Mal unsere Passagiere, aber auch mich wieder als Ballonfahrer immer wieder ins Staunen versetzt. Und dann merkt man doch mal immer wieder, wie schön unsere Region ist, in der wir hier wohnen und wo wir hier auch arbeiten dürfen. Und das ist ein großes Privileg, möchte ich schon sagen. Du hast jetzt ja schon so ein bisschen angerissen, was das Schöne ist. Wie würdest du den Harz von oben beschreiben? Wie sieht der Harz von oben aus? Ja, wie sieht der Harz von oben aus? Das ist eine gute Frage. Es ist ein großer Hügel mit vielen Bergen und Tälern. Und
Das ist immer wieder überraschend mit doch relativ viel Wasserflächen auch. Also wir haben ja eine ganze Menge Talsperren. Das ganze, die ganze Umlandregion, sowohl nach Niedersachsen bis Bremen hin, aber auch ein bisschen in den Raum Halle Leipzig, wird ja teilweise hier aus dem Harz mit Trinkwasser versorgt. Es gibt eben riesengroße Talsperren mit der Oker-Talsperre, mit der Rappode-Talsperre und den Talsperren auch im Süden, Bad Lauterberg, Söse-Talsperre, Oder-Talsperre. Das ist also eine ganze Menge. Ich müsste jetzt überhaupt mal überlegen, wie viele Talsperren überhaupt wir als Ballonfahrer hier überqueren im Harz. Das ist wirklich erstaunlich. Und ansonsten ist der Harz von oben einfach auch nochmal atemberaubend schön. Was natürlich in den letzten Jahren immer mehr als Thema in den Vordergrund gerückt ist, das ist der Waldwandel, also sprich das dramatische Fichtensterben im Harz. Das ist natürlich auch von oben zu sehen, vor allen Dingen in der Region rund um den Brocken. Das ist ein Anblick, den so alte Harzer, an den sich so alte Harzer wie ich auch erstmal gewöhnen müssen und mussten. Allerdings gibt es doch eine ganze Menge Regionen im Harz, wo wir eben Mischwald haben, wo Laubwälder sind, wo Wiesen und Felder auch sind. Und sodass das nicht reduziert werden sollte in der Außendarstellung auf das Fichtensterben. Also der Harz ist nach wie vor eine ganz tolle Region und bietet einen ganz großen Erlebniswert. Und wir sind zuversichtlich, dass wir also in 10, 15 Jahren dann auch die akutesten Kahlflächen hier dann auch wieder begrünt haben werden und dann, dass der Anblick auch doch wieder ein bisschen schöner ist, als er zurzeit rund um den Brocken einfach ist. Das ist schon brutal, muss man sagen. Ich bin ja auch schon ein paar Mal bei dir mitgefahren und ja, ich habe es jetzt gerade schon gesagt, warum sagt man eigentlich beim Ballon fahren, nicht fliegen, weil man ist ja oben in der Luft unterwegs und ich würde sagen, die meisten würden ja erstmal denken, man fliegt. Ja, das ist eine Frage, die wir relativ häufig hören. Das ist auch eine Besonderheit, die es so vermutlich nur in Deutschland gibt, dass da unterschieden wird zwischen Fahren und Fliegen. Vermutlich rührt das daher, dass die ersten Ballonfahrer vielleicht Seefahrer gewesen sind in Deutschland und haben dann einfach von der Schifffahrt das dann auf die Luftschifffahrt sozusagen übertragen, diesen Begriff. Denn ein Schiff fährt ja auch und man sagt ja nicht, ein Schiff schwimmt. Und so ist das mit einem Ballon auch. Später haben sich dann Wissenschaftler mal dran gemacht und haben da eine Unterscheidung, eine wissenschaftlich begründete Unterscheidung gefunden, sodass man dann sagt, alles, was einen statischen Auftrieb hat in der Luft und sich in der Luft hält, wie ein Ballon zum Beispiel, fährt, und alles, was sich fortbewegen muss oder einen Motorantrieb hat, Flugzeug, Hubschrauber und so weiter, das fliegt eben. Oder noch vereinfacht können wir es sagen, alles, was in der Luft ist und Flügel hat, fliegt, und alles, was in der Luft ist und keine Flügel hat, fährt. Alles klar. Wenn ich jetzt als Gast oder als Gruppe bei dir eine Fahrt buchen möchte, dann frage ich mich erstmal, wie viele Leute können denn da überhaupt mitfahren? Kann ich da mit meinen ganzen Freunden mitfahren? Wie groß ist so ein Ballon? Wie viel Luft passt da rein? Wie schwer? Was für ein Gewicht kann der tragen? Und wie sicher ist das, Ballon zu fahren? Fangen wir vielleicht mal mit der letzten Frage an. Wie sicher ist es, Ballon zu fahren? Da kann man ganz einfach eine Statistik bemühen, die von der Berufsgenossenschaft regelmäßig aufgestellt wird. Und die Berufsgenossenschaft bemisst ja ihre Beiträge zur BG nach der Risikoeinstufung einer Tätigkeit oder eines Betriebes. Und da ist es so, also es gibt einen Grundbeitrag und der wird mit dem Faktor X multipliziert. Und wenn man das mal so vergleicht, also ein Binnenschifferbetrieb zum Beispiel muss für seine Beschäftigten den Faktor 8 zahlen für die BG-Beiträge Verkehr. Ein Hochseeschiffer Faktor 16, alles was mit Pferden zu tun hat, Kremserfahrten und so weiter, Reittouristik Faktor 24, und wir haben den Faktor 1,2. Also es ist etwas gefährlicher als ein Sekretärinnenjob am Schreibtisch, könnte man so flapsig sagen. Aber andererseits, es bleibt natürlich immer ein Risiko, wie das ganze Leben ja auch ein Risiko ist. Okay, aber was wirklich ist passiert, ist bisher noch nicht. Wenn man sich die Statistik anguckt, gibt es natürlich auch in der Ballonfahrerei hin und wieder Unfälle, auch schwere Unfälle, bedauerlicherweise. Aber sie sind eben zum Glück sehr selten, das muss man sagen. Genau, und nochmal zurück zur Frage, wie groß so ein Heißluftballon ist, wie viel Luft passt da rein und wie viele Leute können das dann transportieren? Ja, es gibt Ballone verschiedener Größe, also, und wir haben, kann man so sagen, also einen Ballon der unteren Mittelklasse, er ist etwa 4500 Kubikmeter groß, 28 Meter hoch mit Korb zusammen und hat eine Tragkraft von etwas über einer Tonne. Davon entfallen eine halbe Tonne auf Technik und das Gas, was man als Treibstoff mitführt, zum Verbrennen, zum Erzeugen der heißen Luft.
Und eine halbe Tonne hat man dann eben zur Verfügung, um Menschen mitzunehmen. Und dann kann man sich ausrechnen, es sind also ein Pilot und 5 Passagiere bei unserem Ballon. Es gibt aber Ballone, die deutlich größer sind. In Deutschland bis zu, wenn ich richtig informiert, bis zu 12 Passagiere. Und international bis zu 24 Passagiere. Die haben dann etwas vierfache Volumen von unserem, also etwa 17.500 Kubikmeter. Wow, nicht schlecht. Und ist das denn so, dass man bei jedem Wetter auch aufsteigen kann oder auch zu jeder Jahreszeit? Oder gibt es wirklich Wetter und Jahreszeiten, wo man sagt, es ist überhaupt total unmöglich, Ballon zu fahren? Prinzipiell kann man zu jeder Jahreszeit Ballon fahren. Das tun wir auch, wenn das Wetter es hergibt, wenn die Wetterbedingungen gut sind. Aber ein Ballon ist relativ empfindlich. Das heißt, es ist eine relativ dünne Hülle und ist eine große Fläche. Und das heißt, also ist sehr windanfällig. Und da gibt es im Prinzip eine relativ schmale Bandbreite von Wetterbedingungen, die erfüllt sein müssen, um Ballon fahren zu können. Es ist gut, wenn man zum Beispiel am Boden beim Start und bei der Landung ruhige Windverhältnisse hat, um eben einen sanften Start und eine sanfte Landung zu gewährleisten. Und aber in der Höhe, so allmählich nimmt die Windgeschwindigkeit ja tendenziell mit der Höhe zu, in den oberen Schichten der Atmosphäre dann eine Windströmung hat, die einen auch ein bisschen voranbringt. Denn das heißt ja Ballon fahren und wir wollen ja keinen Standballon darstellen. Wie muss ich mir das denn vorstellen als Mitfahrer in einem Ballon? Wird es da oben sehr kalt? Ich weiß, man steht ja unter einem Brenner. Das kann ja auch mal im Winter oben relativ frisch werden. Wie hoch fliegt man so? Und ja, muss man sich dann dick anziehen oder lässt es sich auch gut aushalten ohne Jacke? Also die meiste Zeit sind wir als Ballonfahrer ohne Jacke unterwegs und die meisten Passagiere auch. Das ist eine verbreitete Annahme, die aber eben nur ein Irrtum ist, dass es beim Ballonfahren kalt ist, weil man ja als möglicherweise Flugzeugpassagier so Temperatur von minus 40 Grad so mal gelesen hat. So hoch in den Sphären, wo sich Verkehrsflugzeuge bewegen, bewegen wir uns als Ballonfahrer natürlich nicht. Also Verkehrsflugzeuge sind oberhalb von 10.000 Metern in der Regel unterwegs und wir nur wenige hundert Meter über dem Erdboden. Denn wir wollen ja vom Erdboden auch möglichst viel sehen noch. Also unsere Maxime ist so niedrig wie möglich, so niedrig wie es erlaubt ist, es gibt da Mindesthöhen, und so hoch wie nötig, um mit der Windströmung eben voranzukommen. Also in der Regel sind wir so in Höhen zwischen 300 und 800 Metern über dem Erdboden unterwegs, sodass wir oft auch noch Menschen unten, die am Boden unterwegs sind, sei es auf den Feldern oder in irgendwelchen Gärten, auch was zurufen können und mal zuwinken können und auch noch richtig was sehen können. Also Tiere zum Beispiel in der Abenddämmerung, die da im Wald unterwegs sind oder auf den Feldern. Das ist auch mal eine sehr spannende Sache. Und kalt ist es auch deshalb nicht nur, weil wir nicht sehr hoch unterwegs sind, sondern weil wir uns ja auch mit dem Wind bewegen. In der Regel ist es also windstill im Ballonkorb und das ermöglicht es auch im Winter, ganz gemütlich bei komfortablen Bedingungen Ballon zu fahren, wenn die Sonne scheint. Und wir sind bei einigen hundert Metern über dem Erdboden unterwegs mit dem Wind, ist also windstill. Dann kann man sich durchaus auch in der Sonne ganz angenehm wärmen. Auch selbst wenn es am Boden minus 10 Grad und windig ist, haben wir dann in der Sonne oberhalb von 500 Metern zum Beispiel dann eine angenehme Windströmung und Windstille und müssen da auch nicht frieren. Zu welcher Jahreszeit fährst du denn am liebsten und was sind deine liebsten Routen, die du fährst, vielleicht auch über den Harz, vielleicht fährst du besonders gerne über den Brocken oder so. Gibt es da Favoriten, die du hast? Also da müssten wir jetzt überlegen, wie viel Zeit wir jetzt für diesen Podcast haben, denn da gibt es so viel oder gäbe es so viel aufzulisten, das kann ich jetzt gar nicht alles in 5 Minuten. Im Grunde genommen ist wirklich jede Ballonfahrt, und das ist jetzt keine Plattitüde, ein tolles Erlebnis, weil sie auch immer noch ein Abenteuer ist. Auch ein Ballonfahrer weiß beim Start nicht genau, wo er landen wird. Er plant natürlich die Fahrt so, dass er anhand der Windprognosen, und die sind inzwischen auch schon sehr genau vom Deutschen Wetterdienst, dann auch weiß, in welche Richtung es geht, mit welcher Geschwindigkeit, welches Gebiet werde ich denn voraussichtlich erreichen, aber wo genau, an welchem Punkt ich lande, zum Beispiel, weiß ich vorher nicht. Weiß auch nicht, ist das eine Wiese vorher, ist das ein abgeerntetes Getreidefeld zum Beispiel, was sehr schön ist zum Landen, ist der Wind vielleicht so ruhig, dass ich den Korb am Ende auf einem Feldweg abstellen kann, ganz punktgenau, was eben auch mit so einem großen Ballon möglich ist, unter bestimmten Bedingungen. Das wissen wir alles nicht. Also es ist ein letztes Abenteuer und allein das ist schon toll. Und wenn man dann noch die tolle Aussicht genießt oder möglicherweise so ein paar Wölkchen am Himmel hat, wo die Sonne so durchscheint und ein paar Sonnenstrahlen so schräg irgendwie auf die Erde treffen, das sind dann einfach fantastische Eindrücke, die man hat. Und oft ist dann einfach nur großes Schweigen im Ballonkorb angesagt, auch wenn vorher die Leute sich da nett unterhalten haben. Und dann merkt man, sie sind einfach nur ergriffen. Und ich finde das auch nach wie vor
oft sehr toll, was man da so zu sehen bekommt. Also ich sag mal so, oft sehen könnte ich natürlich über die Rapode-Talsperre oder über die Oker-Talsperre zu fahren oder über das Bodetal oder im Winter über den verschneiten Brocken. Es ist einfach alles sehr eindrucksvoll. Oder auch, wenn es im Harzumland ist, ein kleiner, netter Ort, ein kleines, nettes Dörfchen, wo die Leute unten irgendwie geschäftig bei der Arbeit sind und man Sonntag früh unterwegs und die kommen so gerade in ihren Garten mit der Kaffeetasse und der Zeitung unterm Arm und gucken nach oben und winken dann fröhlich erstmal, weil sie, ja, weil es bei den Menschen irgendwie eine positive Assoziation weckt. Also ein Ballon am Himmel und ich habe es noch nie erlebt, dass jemand irgendwie böse drohend mit der Faust irgendwie da gewackelt hat, sondern die Leute begegnen einem immer freundlich und kriegen dann auch freundliche Grüße aus dem Ballonkorb zurück. Und das sind einfach so tolle Eindrücke, die man nicht planen kann, die sich einfach so ergeben. Und ja, das ist dann einfach auch eine schöne Erinnerung, die einem niemand nehmen kann. Das macht auf jeden Fall Lust, mal bei dir mitzufahren oder generell mal auch eine Ballonfahrt über den Harz zu unternehmen. Was für Fahrten bietest jetzt du zum Beispiel einen speziellen an für Gäste? Was für Fahrten können die bei dir erleben? Also wir haben im Grunde drei Kategorien von Ballonfahrten. Einmal nur für die Einsteiger, die noch nie Ballon gefahren sind und vielleicht erstmal eine kurze Tour erleben möchten, bietet sich an die Ballonfahrt in der Region, heißt sie bei uns, sprich übers Flachland, übers Harzumland. Und die dauert so eine gute Stunde bis maximal anderthalb Stunden, die kann man unternehmen. Man kann eine etwas längere Tour machen für jemanden, der gern wandert im Harz und den Harz gut kennt und ihn gern auch mal von oben erleben möchte. Das ist dann die Harztour, Harzfahrt, geht mindestens eineinhalb Stunden bis maximal zwei im Sommer. Und im Winter können wir noch deutlich länger in der Luft bleiben, weil man im Winter bei niedrigen Außentemperaturen weniger Gas zum Heizen benötigt und kann dann demzufolge auch längere Strecken zurücklegen. Da sind wir also zwei bis drei Stunden unterwegs und fahren dann über den gesamten Harz und über den Brocken. Da machen wir ausschließlich die Winterweitfahrten über den Brocken. Und das planen wir dann so anhand der herrschenden Windströmung, dass wir auch tatsächlich in 9 von 10 Fällen dann auch die Brockenkuppe genau treffen, auch selbst aus über 30 Kilometer Entfernung mit der Windströmung dann über den Brocken kommen. Das ist dann für den Ballonfahrer auch nochmal eine besondere Herausforderung und da freut man sich dann auch besonders, wenn dieser Erfolg einem gelungen ist. Ja, lieber Winfried, was ist denn das Kurioseste, Lustigste oder einfach auch Verrückteste, was dir bisher in deiner Ballonfahrerkarriere so widerfahren ist? Hast du da mal eine Story für uns? Eine Sache ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben aus meiner Ausbildungszeit. Und da waren wir niedrig unterwegs mit unserem Ausbilder im Mainzfelder Land, in der Nähe des Kiffhäusers, über einem kleinen Ort namens Ichstädt, den ich vorher noch nie gehört hatte, bei Bad Frankenhausen in der Nähe. Und es war so, dass also alle Felder komplett bestellt waren. Das Korn stand relativ hoch. Wir haben einen Landeplatz gesucht und keinen gefunden und waren über diesem Ort unterwegs. Und plötzlich winkten von unten ein paar freundliche Leute. In der einen Hand hatten sie eine Bierflasche, in der anderen eine Zigarette. Und haben uns gefragt, wo wir denn hinwollen. Wir waren so relativ niedrig unterwegs, vielleicht so 15 Meter über dem Erdboden. Und wir haben nur runtergerufen, wir suchen einen Landeplatz. Und dann haben die gesagt, dann landet doch in unserem Garten. Ja, wenn der groß genug ist. Und wir kamen dann über so eine Hecke und sahen dann eben diesen Garten, der zur Hälfte mit einer großen Tafel zum Grillen, wo auch Leute saßen, schon bedeckt war. Und die andere Hälfte des Gartens, zu unserem Glück, war einfach eine blanke Rasenfläche. Und wir kamen mit unserem Ballon genau in einer Ecke dieses Rasenquadrats an, sodass die Größe ganz genau gereicht hat, um den Ballon dort zu landen und auch noch umzulegen. Und das haben wir dann auch gemacht und wurden dann hinterher gleich zum Grillen eingeladen. Und da waren so 30 Leute, die drumherum standen und auch bei unserer Ballonfahrertaufe dabei waren. Und das war... ist mir auch deshalb besonders im Gedächtnis geblieben, weil mein kleiner Sohn damals noch 10 Jahre alt war und mit dabei war bei dieser Ausbildungsfahrt und wurde dann auch gleich zum Grill mit eingeladen und da verpflegt mit Steaks und Würstchen und so. Und also wenn ich mal irgendwie wieder durch Ichstädt kommen sollte oder jemand aus Ichstädt das hört, das waren wir mit unserem Ballon damals, damit wird man bestimmt heute noch davon erzählen, von dieser Geschichte. Stark, ja, so abenteuerlich kann manchmal so eine Landung dann sein, ne? Also ja, wir könnten jetzt noch stundenlang über das Thema Ballonfahren reden, glaube ich. Leider ist unsere Podcastzeit begrenzt. Trotzdem bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich für diesen informativen Einblick für unsere Gäste hinter die Kulissen und wünsche dir auch noch weiterhin ganz viel Spaß und Erfolg beim Ballonfahren über den Harz. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, einmal selbst mit dem Ballon über den Harz zu fahren, findet ihr alle Informationen dazu unter www.brockenballon.de. Weitere Blicke hinter die Kulissen des Harzes findet ihr ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Noch mehr spannende Geschichten und alle Informationen zu eurem Harzurlaub gibt's unter www.harzinfo.de.